Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kleines Video heute. Ich wollte das mit euch teilen, weil ich das genial finde. Ja, es ist keine Innovation oder sowas, aber ich wollte es einfach mal teilen. Und zwar geht es heute nämlich um Akkus, um Action Cams, ne? Ob es jetzt GoPro ist oder eine andere Marke. Ich habe jetzt halt GoPro Akkus. Und zwar geht es um dieses Ladecase hier. Und zwar ist das originale Ladecase von GoPro. Und das ist halt von MaxCam. Das habe ich mir selbst gekauft. Das ist jetzt kein Sponsoring oder sowas. Aber ich finde das Teil so genial und wollte euch das mal zeigen und auch mal die Unterschiede hier nennen. Na, hier hat man das zum Beispiel, zeige ich euch mal, bei dem Originalen, guckt man die einfach so drauf. Die Akkus, und die rasten auch nicht so richtig ein, ne? Die sind irgendwie auch so locker und, ne, manchmal lädt das auch nicht richtig gefühlt. Vielleicht ist meins auch einfach nur ein bisschen defekt. Das kann natürlich auch sein. Aber, ne, wenn man es auch vor allem transportieren will und laden, ist halt, kannst du vergessen, ne? Das ist eher so für stationär gedacht, ne? Auf den Tisch und dann lädt man das auf. Ich fand das immer, muss ich sagen, für meine Zwecke unpraktisch, weil ich bin auch gerne mal unterwegs, ne, und lade vielleicht auch gerne mal unterwegs auf. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber wenn man mobil ist, ne, und unterwegs sein will, dann ist das Perfekte hier. Ne, also das ist halt auch eine ganz normale Ladestation. Hier kann man 3 Akkus reintun, hier halt nur 2. Die kann man dann hier laden, reintun. Der hat eine Klappe, kann man transportieren, mitnehmen, da fällt nichts raus oder sowas. Der hat hier 4 Status-LEDs, ne, grün ist vollgeladen, rot ist halt ladebedürftig. Und ich finde das Teil wirklich Hammer und ich habe das jetzt schon seit mehreren Monaten auch in Benutzung, auch unterwegs, ne, irgendwie im Roller oder Motorrad schnell über USB mal kurz aufladen, um ein bisschen mehr, ein paar Prozentpunkte an Akku zu haben. Das ist schon geil. Benutze ich wirklich nur noch, muss ich sagen. Ich stelle jetzt auch keinen Unterschied zwischen den Ladungen jetzt fest, ne, von dem Original und von dem Drittanbietergerät. Ja, hier, wenn man das so ein bisschen zusammendrückt, dann rastet der auch noch ein, dass der sich nicht selbstständig öffnen kann. Ja, ist schon ein feines Teil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Eine Sache, die ich noch richtig geil gefunden hätte, so ein Knopf, ja, wo man dann halt auch den Status der Batterien sehen kann anhand der LEDs. Ne, die LEDs leuchten nur auf, wenn man den USB-Stecker einsteckt. Ja, so ein kleiner Knopf wäre noch geil gewesen, aber ansonsten, ey, Top-Teil, wirklich geiles Teil. Geheimtipp.